Ja, herzlich willkommen, liebe Fußballfreunde, liebe Löwenfans, zu unserem Gespräch vor dem Spiel. Exakt heißt das vor dem Spiel am kommenden Samstag um 14 Uhr im Auestadion gegen den TSV Steinbach-Heiger. Und dazu begrüßen wir unseren Cheftrainer Alexander Kiene. Hallo. Ja, Alex, lass uns das Gespräch mal beginnen, da wo es am meisten wehtut, und zwar am Spieltag. Am letzten Spieltag, Freitagabend in Mainz, eine 1:4-Niederlage. Ging die so in Ordnung? Ja, wir haben auf jeden Fall zwei unterschiedliche Halbzeiten gesehen. Die erste Halbzeit war insgesamt ordentlich. Da ist auch der Plan, den wir hatten, von der Struktur aufgegangen. Ich denke auch, dass die Mannschaft eine gute Reaktion gezeigt hat nach dem 0-1 und zurückgekommen ist, zurückgeschlagen hat. Und ich denke, dass dieses Ergebnis zur Halbzeit in Ordnung ging und das auch zu diesem Zeitpunkt wenig darauf hingedeutet hat, dass es am Ende zu diesem Ergebnis kommt. Aber man muss auch ganz klar sagen, in der zweiten Halbzeit, ja, gab es zum einen Impulse, die auch dieses Spiel beeinflusst haben. Und insgesamt konnten wir nicht mehr an die Leistung der ersten Halbzeit anknüpfen. Und dann hast du am Ende ja so eine sehr deutliche 1:4-Niederlage. Und mit Sicherheit, ja, da kann ich nur von mir sprechen, auch eine schlechte Nacht von Freitag auf Samstag. Wir haben dann relativ schnell auch am Samstag die Dinge mit der Mannschaft analysiert, auch sehr klar angesprochen. Gerade auch die Dinge, die in der zweiten Halbzeit passiert sind. Und dann aber auch seit Beginn der Woche den Blick nach vorne gerichtet. Wenn man nochmal auf die zweite Halbzeit zu sprechen kommt, zum einen muss man klar sagen, dass es Impulse auch gab, die du natürlich als Trainer nicht beeinflussen kannst, mit dem Elfmeter, mit der gelb-roten Karte. Man muss grundsätzlich ganz klar sagen, dass da auch, zumindest was die Elfmetersituation betrifft, das sehr umstritten war, aus unserer Sicht auch nicht berechtigt war, auch vorher ein Handspiel an der Seite vom Mainzer Spieler vorgelegen hat. Und auch bei der gelb-roten Karte, ja, sicherlich die Situation auch hätte anders bewertet werden können. Aber nochmal, das sind Dinge, die ich nicht beeinflussen kann. Was wir definitiv besser machen müssen, ist, dass wir uns auch von solchen Rückschlägen nicht so leicht aus der Bahn werfen lassen. Auch trotzdem weiter die Struktur behalten müssen als Mannschaft, aber auch auf den einzelnen Positionen. Und das Zweite ist, und das ist ja auch klar bei der Gegentorquote, die wir jetzt aktuell bekommen haben, wir müssen im Defensivbereich die Fehler minimieren, auch gerade die persönlichen Fehler. Da machen wir zu viele von. Das war auch in Mainz der Fall, sowohl beim ersten Gegentor als auch beim dritten Gegentor, wo wir natürlich auch das Tor mehr oder weniger dem Gegner vorlegen. Und das sind Dinge, die du in unserer Situation abstellen musst. Und trotzdem habe ich auch wieder ja, Phasen gesehen, auch Spielabläufe gesehen, vor allem in der ersten Halbzeit, ja, wo wir darauf aufbauen können, wo wir auch weiter ja, gucken müssen, dass wir das auf den Platz kriegen. Am Ende natürlich noch mit mehr Effizienz, auch mit mehr Torgefahr nach vorne. Aber trotzdem, so ein Spiel beinhaltet immer beide Dinge. Fehlerquellen, die wir klar aufgezeigt haben, andererseits aber auch gute Momente. Und es geht jetzt darum, im Heimspiel gegen Steinbach, ja, wieder in die Erfolgsspur zu kommen und auch möglichst zwei Halbzeiten zu spielen, ja, die ähnlich sind von der Struktur und von der Art und Weise. Ja, lass mich nochmal auf die Fehler zurückkommen, die du angesprochen hast. Das zieht sich ja jetzt schon über, ja, über einige Wochen hin. Fehler werden in der Abwehr, im Mittelfeld und vorne natürlich auch gemacht. Hinten tun sie am meisten weh. Ihr werdet ja mit Sicherheit die Fehler genauestens untersucht haben. Was sind das Fehler? Sind das, wie soll ich sagen, Stellungsfehler, dass der eine oder andere seine Position nicht einnimmt? Sind es Abspielfehler, dass fahrlässige Pässe gespielt werden, oder sind das einfach Blackouts, die natürlich auch vorkommen? Erst die ersten beiden Fälle kann man natürlich im Training zumindest trainieren und abtrainieren, aber Blackouts, ja, da weiß man natürlich keinen Rat. Wie siehst du das? Naja, es geht ja grundsätzlich immer erstmal im Fußball darum, ja, Entscheidungen zu treffen auf dem Platz und in dieser Entscheidungsfindung auch sehr klar zu sein. Das heißt, ich nehme eine Situation wahr, ich muss dann eine Entscheidung treffen, wie ich diese Situation löse und am Ende muss ich es dann auch umsetzen. Und ich glaube, dass wir einfach in diesen Prozessen ja besser werden müssen, auch die Fehler minimieren müssen, auch sehr klar in den Abläufen bleiben müssen.
Es geht ein Stück weit auch immer um Risikoabwägung. Damit meine ich, wenn du diese Entscheidung triffst, natürlich auch zu gucken, ja, in welchem Raum bewege ich mich, wo habe ich mögliche Optionen. Auch wenn ich den Ball bekomme, muss ich schon die Optionen im Blick haben, die ich dann auch bespielen kann, die ich lösen kann. Und da sind wir noch zu fehlerhaft. Da müssen wir daran arbeiten, dass wir da, wie gesagt, die Fehler minimieren, effizienter auch werden. Und man hat es in Mainz gesehen, ob beim ersten Gegentor, dieser Querpass, der natürlich nicht gespielt werden darf vor dem eigenen Tor, oder auch beim dritten Gegentor, wo wir den Ball erst in den Druck spielen, dann auch unsauber sind in der Ballverarbeitung. Nochmal, das sind Dinge, wo wir A natürlich sagen, okay, du kannst gewisse Impulse im Training setzen, diese Dinge trainieren, auch Abläufe trainieren, auch zu gucken, ja, das Risiko auch gering zu halten, Spielsituationen aufzulösen auch. Und das andere ist dann aber auch natürlich die Konzentration, der Fokus im Spiel, diese Dinge dann auch richtig umzusetzen. Und gerade wenn wir auch viele junge Spieler im Kader sehen, die wir haben, ja, die wir entwickeln wollen, dann sind das genau solche Prozesse, die ich auch kenne aus meinen Trainerstationen. Ich habe immer mit sehr vielen jungen Spielern zu tun gehabt. Und nochmal, da geht es dann darum, wie du es angesprochen hast, ja, Risikoabwägung, Entscheidung treffen, einfach bleiben, klar bleiben, und ja, diese Fehlerquellen abstellen. Fehlen im Moment, wie soll ich sagen, alte Hasen, die zum Beispiel, du sagst eben schon, gerade das Spiel in Mainz, es hat dann eben zwei Faktoren gegeben, die Mannschaft so ein bisschen aus dem Takt gebracht hat. Fehlen da so alte Hasen wie Alban oder Starostzig, die dann so ein bisschen Sicherheit geben den jungen Leuten? Naja, grundsätzlich fehlen natürlich solche ja, erfahrenen Spieler, auch Qualitätsspieler, keine Frage. Ich hätte die Jungs auch gerne mit dabei. Aber zum einen ist es so, man ja, hat das, was jetzt zur Verfügung steht. Ich bin von diesen Spielern, die wir haben, absolut überzeugt. Und man hat ja auch in Mainz gesehen, Mainz ist auch eine U-Mannschaft, also auch eine junge Mannschaft. Also es ist nicht immer auch eine Frage des Alters, sondern nochmal, ich muss dann auf dem Platz abliefern, ich muss Entscheidungen treffen. Und ich muss vor allem aus möglichen Fehlerquellen lernen. Also ich arbeite jetzt knapp 20 Jahren mit Spielern, auch gerade mit jungen Spielern und habe solche Dinge immer wieder erlebt. Wichtig ist nur, wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann bespricht man das sehr deutlich. Dann geht es im Training darum, diese Dinge auch schon dort abzustellen und diesen Übertrag dann auch in das Spiel zu bekommen. Und da ist jeder Einzelne gefordert, unabhängig vom Alter. Kommen wir mal zum nächsten Gegner, Steinbach-Haiger. Bei denen, ja, die versuchen in den letzten Jahren auch immer krampfhaft in die dritte Liga zu kommen. Dieses Jahr hat es auch bislang noch nicht hingehauen, sieht nicht so aus. Und die haben eigentlich im Moment, ich sage mal, in Anführungsstrichen auch einen schlechten Lauf, glaube ich, einen Punkt aus den letzten vier Spielen geholt. Sind eher im Abwärtstrend. Kommt uns das gelegen oder sagst du lieber, wir spielen lieber gegen eine Mannschaft, die ein bisschen besseres Niveau hat wie. Ja, also ich glaube, das Niveau von Steinbach, Niveau ja, ist war sehr, falsch sehr hoch. ausgedrückt, ist richtig, Gerade ja. wenn man die individuelle Qualität der Spieler sieht, dann ist das für mich schon eine Mannschaft, die weiter nach oben gehört. Ich glaube, es ist ganz wichtig, zum einen den Fokus bei uns zu haben, die Dinge klar anzusprechen, die wir haben wollen, gerade in unserer aktuellen Situation. Daran haben wir jetzt auch in der Woche gearbeitet und trotzdem bereiten wir natürlich unsere Jungs auch auf den Gegner vor. Das heißt, wir besprechen schon, ja, wo sind die Qualitäten von Steinbach, wo haben sie auch ja, Tore erzielt, über welche Abläufe, über welche Muster, die wir erkennen können. Und zum anderen, ja, welche Räume bieten sie uns an, um dann auch unser eigenes Spiel nach vorne zu entwickeln. Und ja, daraus ergibt sich dann auch ein Plan für den Samstag, den wir auch mit der Mannschaft jetzt zum einen besprochen haben, zum anderen auf dem Platz auch umgesetzt haben. Und natürlich ist es das Ziel, zu Hause hier gegen Steinbach zu punkten. Ich denke, es gibt auch noch ein bisschen was aus dem Hinspiel gut zu machen. Da hat man ja 2-0 geführt und hat das Spiel dann in der zweiten Halbzeit verloren. Da konnte man aber auch schon sehen, welche Qualität Steinbach hat, gerade auch über die Flügel. Da haben sie eine sehr hohe individuelle Qualität an Spielern. Auch insgesamt, es ist eine Mannschaft, die sehr dominant ist im Ballbesitz, die klare Muster auch hat, wie sie das Ganze auch strukturieren wollen. Und nochmal, darauf sind wir sicherlich einerseits vorbereitet, andererseits nochmal bin ich immer ein Freund davon zu sagen, wir müssen vor allem an uns arbeiten, an unserer
ja, Stabilität, Kompaktheit, Verteidigungsmentalität in der Defensive und trotzdem ja sehr klare Muster auch im Spiel nach vorne. Und das wollen wir auf den Platz bringen, um dann auch am Samstag zu punkten. Steinbach ist auch ein Hessen-Derby, ist nicht das ganz große Derby wie die Spiele immer gegen Offenbach, aber es hat auch immer oder es bringt immer eine gewisse Brisanz mit das Spiel. Beziehst du das ein in deine Überlegungen? Ach, ich glaube, wir sind schon lange genug dabei, dass wir wissen, klar, es ist ein Stück weit ein Regionsderby, keine Frage. Trotzdem denke ich auch, ist der Fokus vor allem auf der aktuellen Situation. Und da wollen beide Mannschaften natürlich in die Erfolgsspur kommen. Wir jetzt nach der Niederlage in Mainz, Steinbach hat jetzt auch eine Phase gehabt, zumindest von den Ergebnissen, die ja sie sicherlich hätten besser haben wollen. Trotzdem muss man auch sagen, ich habe mir die letzten Spiele natürlich angeguckt, ja, sie waren schon sehr dominant, vielleicht am Ende nicht effizient in der Ausbeute. Trotzdem, das ist eine Mannschaft, wenn man sie spielen lässt, die eine hohe Qualität hat, die auch Ambitionen hat. Ein Verein, der sich in den letzten Jahren ja sehr gut entwickelt hat und auch Ambitionen nach oben hat. Und nochmal, das ist jetzt erstmal der Fokus für uns, aber sicherlich auch für den Gegner, dass du punkten willst. Und alles andere sind Randerscheinungen. Wie sieht es personell aus? Freddy Prill fehlt, muss wieder improvisiert werden, umgestellt werden. Ja, das ist ja zwangsläufig so. Natürlich hat uns die gelb-rote Karte sehr geärgert, insbesondere auch die Entstehung in der zweiten Halbzeit. Das hat man auch schon in Mainz dann gemerkt im Spiel. Und ja, der fehlt jetzt. Aber auch das sind ja Situationen als Trainer und als Mannschaft, die musst du lösen. Das sind Dinge, ja, die jede Woche passieren können. Wir haben Dinge besprochen, wir haben Lösungsmöglichkeiten im Kader. Und von daher, ja, vertraue ich den Spielern, die zur Verfügung stehen. Und da werden wir eine schlagkräftige Truppe haben, die am Samstag hier zu Hause gegen Steinbach auch ein gutes und erfolgreiches Spiel abliefern will. Ja, wir haben noch 3 Spiele bis zur Winterpause. Wie sieht deine Rechnung aus? Oder denkst du, wie man so schön sagt, von Spiel zu viel, von Spiel zu Spiel? Auch da kann ich sagen, ja, über Jahre. Man tut gut daran, jetzt nicht auf die nächsten Spiele zu gucken, sondern wirklich erstmal dieses Heimspiel gegen Steinbach anzugehen, sich darauf zu fokussieren. Da wollen wir punkten. Und dann gehen wir die Stuttgarter Kickers an und dann gehen wir Aalen an. Also ich bin kein Freund davon, in die Ferne zu schweifen, sondern die Dinge zu bewerten und auch vorzubereiten, die jetzt aktuell vor der Haustür stehen. Und das ist das Heimspiel. Wir haben das letzte Heimspiel gegen Barling gewonnen und natürlich wollen wir gerne mit den Fans im Rücken auch am Samstag wieder erfolgreich sein. Gut, dann sind wir bestens informiert, freuen uns auf das Spiel, wie du und die Mannschaft auch. Und wir sehen uns dann alle am Samstag um 14 Uhr im Stadion, wenn es heißt KSV Hessen gegen TSV Steinbach-Eiger. Tschüss. Bis Samstag. Tschüss.